Geschossen hat sie sehr gut, ja. Ja, habe sie gestern ein bisschen beobachtet, sehr konzentriert, immer im Gespräch mit den Trainern, mit Rico Groß, nach den Schießeinlagen. Ihre Zwillingsschwester Janine, auch eine Biathletin. Und ihr Rückstand 26,9 Sekunden. Einwandfreie Schießleistung. Wir mal schauen, wie sie ihr Rennen einteilt. Vielleicht hat sie ja ein wenig gedämpft begonnen, um hinten raus noch Kraft zu haben, so wie man es auch immer predigt. Miriam Gössner hier. Ja. Ja, hat er eng ein Problem. Ja, die kommt da auch mit Doppelstockschub an. Da muss sie kurz vorher gestürzt sein. Schau, wie die Italienerin sie überholt hat. Also gestrauchelt auf alle Fälle. Ja, dass sie was da, ja, aus dem Rhythmus gebracht haben. Ja. So, hier vorne mit der 45 Fanny Horn. Norwegerin. Gabriela Sukalova. In Richtung Ziel, ins Stadion hinein. Jetzt geht es noch diese kurze Stück entlang. Da wird sie noch überholt. Und da ja Usanova aus Kasachstan. Also läuferisch scheint sie nicht ihren besten Tag erwischt zu haben, die Gabriela Sukalova, die so gut begonnen hat. Ihr Talent, wie sie sagt, von der Mama, Medaillengewinnerin von Sarajevo, 84. Also, trotz der 10 Treffer, ein ordentlicher Rückstand von 46 Sekunden. Und jetzt Miriam Gössner. 7 Fehler. Unglaublich in der vergangenen Woche. In Ruhpolding waren 6 in einem Rennen. Jetzt wieder 7. 2,5 Minuten der Rückstand. Nadine Horchler hinten dran. Und klasse Platzierung. Ja, die ist zufrieden. Super. 4. Platz. Sie konnte das nutzen. Sie konnte Miriam Gössner als Lokomotive nutzen. Die kam jetzt nur ein paar Meter dahinter her. Und sie hat richtig Gas gegeben. Und dann sieht sie mal, wie ist das, wenn ich dieses hohe Tempo laufe. Eine ganz tolle Leistung jetzt gerade auf der letzten Runde. Ja, sie hat im Prinzip die Doppelchance gehabt. Ne? Zunächst einmal nach dem Schießen und dann durch den Strauchler von Miriam Gössner ist sie wieder rangekommen und konnte sich nochmal ziehen lassen. Olga Saitseva. Trotz der Fehler schauen Sie auf diesen Laufrückstand. Zuletzt ja verbessert mit Podestplätzen. Aber heute nicht so schnell wie die da vorne weg. Guter Vergleich mit Kusmina, die ja auch 10 Treffer hatte. Also deutlich zurück. Olga Saitseva. Olena Petruschna. Auch sie 25,1 Sekunden. Also bei der Slowakin, bei Anastasia Kusmina, hat heute alles zusammengepasst. Und hier nochmal dieser Siegeinlauf oder dieser Einlauf von Nadine Horchler mit dem persönlichen Sieg. So möchten wir es mal formulieren. Ganz tolle Leistung. Klasse Rennen, ja. Und sie hat es noch vor sich. Efi Sachenbacher-Stehle, 93. Ihre Startnummer, 102 Athletinnen sind es insgesamt. Für die 32-jährige zweiter Weltcup-Start hier in Antholz. War aber ganz ausgeglichen gestern. Hat sich das Ganze verdient. Sehr gute Rennen im IBU Cup. Dort in der Gesamtwertung auf dem 6. Rang. In den letzten 3 Rennen 2-mal auf dem Podest. In der sogenannten zweiten Liga der Biathletinnen. War 2. dort im Sprint und 2. in der Verfolgung. Und die Trainer hoffen jetzt ein wenig auf den nächsten Schritt. Hier in Antholz ausgerechnet in der Höhe. Zu Beginn der Saison waren es die Plätze um 15 herum, sagte Gerald Hönig gestern noch. Im IBU Cup jetzt eben die Steigerung ins vordere Feld. Und sie hat durchaus eine Chance, haben Sie vielleicht auch im Beitrag vorher gesehen, im Ton, im O-Ton, in der Aussage von Gerald Hönig. Durchaus eine Chance am Sonntag hier an den Start zu gehen beim Staffelwettbewerb. Die letzten 4 Rennen hat Efi Sachenbacher-Stehle die schnellsten Laufzeiten geboten im IBU Cup. Das ist schon mal eine Nummer. Das ist zwar immer noch nicht aussagekräftig, wie sie hier im Weltcup besteht, aber trotzdem, wir können uns freuen auf das, was in der nächsten Zeit noch kommen wird. Ja, und Tora Berger, für die reicht es heute auch nicht für einen Top-10-Platz. Für die Frau in Gelb, die bislang eine so überragende Saison läuft, aber heute am Schießstand 3 Fehler. Das ist in diesem Klassement dann zu viel. 12. Rang für den Moment.
Und noch einmal sei es gesagt, diese Rückstände nehmen Sie mit übermorgen in die Verfolgung. Ganz bitte auch für Miriam Gössner, diese gut 2,5 Minuten. Ganz anders sieht das sicher Nadine Horchler heute. Olena Petruschna, auch sie kommt nicht ganz vorne rein, nicht aufs Podest, vierter Rang für die Ukrainerin. Und mich freut es, dass ich da so eine Fehleinschätzung abgeliefert hat für die letzte Runde, weil ich dachte ja, 20 Sekunden fischt sie jetzt nochmal. Ja. Nein, es waren dann nur 6 Sekunden und dieses Ergebnis freut mich sakrisch, wie wir sagen. Ja. Fünfter Platz bisher, und, super. Ja, und damit beste Deutsche auf diesem Tableau der Führenden Anastasia Kusmina vor Kaiser Mäkerainen und Daya Domracheva. Nicole Gontier aus einer die 76, ja, mit den Startnummern immer ein leidendes Problem, die genau richtig zu erkennen, dann noch im Sonnenlicht, also Karin Oberhofer ist das aus Italien. Italienerinnen ja mit einer starken Staffelleistung und auch sie hier mit einem sehr, sehr ordentlichen Rennen. Die 27-Jährige aus Feldturns, 11. schon mal gewesen im Sprint von Oberhof. Und Marie-Laure Brunet wieder mit einem satten Rückstand. Fehlerfrei bleibt sie am Schießstand. Aber die Laufform passt in diesem Jahr überhaupt nicht. Hat einen ganzen Schritt rückwärts gemacht im Vergleich zum Vorjahr. Marie-Laure Brunet hatte überlegt, ob sie Antholz auslässt, auch im Hinblick zur WM, vielleicht einen längeren Trainingsblock einzuschieben. Denn das ist das nächste Ziel, dann in Novo Mesto. Und jetzt Weltcup-Start für Jekaterina Jurjeva, die Russin. Vielleicht erinnern Sie sich, da war doch was. Kommen wir gleich noch zu, schauen lieber schnell rüber zu Maren Hammerschmidt. Schade für die junge Dame. 300 Meter hat sie sich da eingefangen, die sie zusätzlich laufen muss. Und auf der Strecke Efi Sachenbacher-Steele 10,6 Sekunden nach 1,47 Kilometer. Das ist schon relativ viel. Mehr als vielleicht eine Franziska Hildebrand hatte. Ja, das waren so 5 Sekunden. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht für die Efi. Im Schießen, da ist sie schon sehr, sehr weit gekommen für diesen kurzen Zeitraum, den sie den Biathlonsport betreibt. Und die Norwegerin Ann-Kristin Flatland zurückgekehrt nach der Babypause über den IBU Cup wieder in die norwegische Mannschaft. Wie kann's? Das weiß man. Sie ja schon mit einem Weltcupsieg. 2011 in Oberhof hat sie den Sprint gewonnen. Und jetzt also könnte sie diese stark verjüngte Mannschaft der Norwegerinnen durchaus in Richtung WM verstärken. Kommt offensichtlich rechtzeitig in eine gute Form. Was uns die durchlaufenden Zeiten sagen, dass Franziska Hildebrand wirklich stark angegangen ist, schnell angegangen. Sie hat wirklich alles wollen, so wie es aussieht, denn sie ist immerhin noch Sechste nach dem ersten Schießen. Und die drei Fehler dann im Stehenschießen waren die Konsequenz von dem schnellen Angang. Also wie man es macht, macht man es falsch. Da haben wir wieder Karin Oberhofer. Ja, richtig gut. Kompliment, richtig gut. Und wenn sie jetzt noch genug Körner im Körper hat, dann kann sie ihre Bestleistung der Karriere, dem Sprint in Oberhof, diesen 11. Rang vielleicht sogar nochmal unterbieten. Entsprechend dynamisch geht sie hier raus. Also es regt sich was in Italiens Damenmannschaft. Also das motiviert natürlich zu Hause vor
vor den heimischen Leuten fehlerfrei zu schießen und dann nur 22,5 Sekunden zurück zu sein. Läuferisch, da ist sie gar nicht so schlecht. Also das wird hier eine ganz große Überraschung. Ja, 27 Jahre alt und Elisa Gasparin. Trotz der 10 Treffer bereits im Ziel mit der, haben wir sie mit der 63, die 21-Jährige. Gute Minute Rückstand für sie. Und da haben wir Jekaterina Jurjeva, 29 Jahre alt mittlerweile. 2008 im Dezember zwei Proben, Dopingproben positiv, wurde dann gesperrt für 2 Jahre. Also dieses Weltcup-Erlebnis geht richtig schief bei Evi Sachenbacher-Steele mit den 3 Fehlern. Das ist richtig bitter für sie. Gleich 3-mal in die Strafrunde. Das sind, ja, wenn man es hochrechnet, wären es 75 Sekunden. Da haben wir Jekaterina Jurjeva. Nach der Sperre 2011 in Presque Isle in den USA dann wieder einen ersten Weltcup abgeliefert, war dann aber wieder verschwunden. Und seit der Saison 2010-2011 nach dem Ablauf ihrer Sperre im IBU Cup unterwegs, Jekaterina Jurjeva. Die letzten 4 Rennen im IBU Cup hat sie gewonnen. Deshalb also die Berufung ins Team ist Wolfgang Pichler nicht so ganz leicht gefallen. Er ja immer der große Verfechter für den sauberen Biathlonsport. Sagt, nach wie vor bin ich der Meinung, dass Athleten, die jemals gedopt haben, nie mehr starten sollten. Also auch nicht mehr Jekaterina Jurjeva. Aber er ist, sagt er, auch ein Trainer im Leistungssport. Sie hat ihre Strafe verbüßt. Sie hat die letzten 4 Rennen gewonnen. Die Leistung stimmt. Also muss ich ihr aus diesem Leistungsgedanken heraus die Chance hier geben. Auch wenn es mir persönlich und meiner Meinung nach etwas schwerfällt. Colin Heunisch. Auch wieder große Bewegung hier mit der Hand. Ja, aber sie trifft, ja. Gesagt, getan. Scheiße. Und da hört man aber mal, ja, wie sie geatmet hat, wie schnell, wie kurzatmig. Ja. Die Athletin hier angekommen ist. Das ist eben dann der Unterschied. Wir haben es ja angesprochen, durch die Höhe der Sauerstoffdruck hier geringer. Also sie müssen viel, viel häufiger atmen. Okay, wir machen es. Und deutlicher Rückstand jetzt, verliert. Sieht auch sehr, sehr langsam aus, gar nicht dynamisch. 2 Minuten, 11 Sekunden der Rückstand. Ja, sie ist eine ganz liebe und nette Person, die Marin, aber diese Leistungen sind für den Weltcup einfach nicht gut genug. Da kann man dann schon mal verstehen, jetzt Oberhofer natürlich sensationell kämpft gegen Horchler auf dieser letzten Runde. Und die wird hier, das hören Sie, angetrieben, auch von den eigenen Fans in der Heimat. Zeitgleich. Ja, mit Nadine Horchler. Also, das geht hier deutlich um den Top-10-Platz für Karin Oberhofer. Richtig starke Vorstellung. Und wie geht's? Jekaterina Jurjeva am Schießstand, liegender Anschlag. Also 5 Treffer. Starke Schützin, das wissen wir. Aber die Frage ist so ein bisschen, das war gestern auch eine Diskussion am Schießstand, im Training, bei den verschiedenen Trainern. Was ist die Laufzeit wert aus dem IBU Cup im Vergleich zum Weltcup? Wir sehen es hier. Also 5 Treffer, aber 30 Sekunden zurück gegenüber Kuzmina.